Und auf geht's, willkommen zurück zu Let's Play Railway Empire, dem letzten Szenario in der USA-Kampagne. Oh, ich freue mich, dass wir den Osten so wunderbar abgeschlossen haben, sogar zweimal als Präsident, in einer schweren Mission ebenfalls. Und jetzt kommt die letzte schwere Mission. Rohstoffhunger. Mit dem ausgehenden Jahrhundert explodiert der Rohstoffhunger der wachsenden Industrienation USA. Höchste Zeit für die Eisenbahn, den Treibstoff für dieses Wachstum von den Kohlefeldern in die Industriezentren zu liefern. Eine rasante Zeit, welche die Vereinigten Staaten an die Spitze der Weltwirtschaft befördern wird. Oha, das heißt, wir werden sehr viel Kohle produzieren müssen, insofern wäre der Fabrikant nicht verkehrt, wobei Doc Murphy natürlich auch nie schlecht ist. Wir werden den Pausenmodus ein bisschen umstellen auf Trainiac, eventuell kriegen wir dann noch ein paar zusätzliche Punkte, auf geht's. Nicht so zaghaft. Meine Evaluation des Bewerbers. Bla, auf geht's. Wir haben eine historische Chance. Die Industrien wachsen exponentiell. Und Kohle ist dabei die treibende Kraft. Es sind viele Industriezentren und die Atlantikhäfen damit zu beliefern. So können wir die Vereinigten Staaten an die Spitze der Weltwirtschaft katapultieren. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Gucken wir uns erstmal Charleston an. Wir haben ein Handelslager. Dieses Gebäude sichert durch stabile traditionelle Handelswege die Grundversorgung der Stadt. Aber was genau verkauft wird, steht nicht drin. Es wird wahrscheinlich Kohle sein. Die fragen sogar schon alles an, sogar Kohle. Das ist sehr interessant, denn werden wir mal Charleston gleich mit Kohle verbinden. So, dahin. Dann ein großer Bahnhof nach Orchester. Orchester wird wahrscheinlich Fleisch produzieren. Gucken wir mal. Ja, Fleischproduktion startet hier. Sehr gut, dann fangen wir an, die Kohle zu verbinden. Eine NYC fährt dann bitte von hier nach da. Nur Fracht, aber gut, das weißt du wahrscheinlich. Dann haben wir hier Mais. Den Mais müssen wir mit einem normalen Bahnhof hin und her bringen. Gibt es noch eine andere Stadt in der Nähe? Nö. Atlanta höchstens. Aber Atlanta muss warten. So ist gut. Dann bekommt Charleston auch gleich einen größeren Bahnhof. Sehr schön. Und wir setzen ein Gleis nach Orchester. Ihr produziert Stahl, das heißt, ihr braucht Kohle, aber kein Öl. Warte mal, das ist Öl. Oh, verdammt. Ich habe falsch begonnen. Ich habe Öl angeschlossen. Nein! Nein! Ach, das ist doch nicht wahr. Okay, fangen wir nochmal neu an. Neu starten. Ich hab's mit Kohle verwechselt. Wie kann denn sowas passieren? Es sieht doch unterschiedlich aus. Wir haben eine historische Chance. Die Industrien wachsen exponentiell. Und Kohle ist dabei die treibende Kraft. Es sind viele Industriezentren und die Atlantikhäfen damit zu beliefern. So können wir die Vereinigten Staaten an die Spitze der Weltwirtschaft katapultieren. Das könnten wir. Durchaus. Aber jetzt schließen wir erstmal alles Wichtige an. Das heißt, eine Verbindung geht erstmal zum Mais. Einmal näher ran, dass wir nicht ganz so viel Geld dafür ausgeben. So ist gut, 40.000. Dann gibt's schon mal Mais in Charleston. Sehr schön. Dann kommt noch einmal Mais nach Orchester. Wunderbar. Okay, ich habe das falsche Gleis angeschlossen. Wie konnte ich nur so doof sein? Na, ist nicht schlimm. Wir kriegen das hin. So. Dann können wir eine Verbindung von Orchester
rüberziehen. Aber hier will ich definitiv einen größeren Bahnhof haben. Unabhängig von dem, was wir vorher gemacht haben. So ist gut. Okay, dann fährt schon mal die NYC zwischen den Städten hin und her. Und bringt nur Passagiere und Post. Das gibt schon mal zusätzliche Kohle. Dann brauchen wir die Versorgungstürme auf dieser Strecke. Auf dieser, auf dieser. Und wir brauchen erstmal die Nachrichten nicht. Das hier muss angeschlossen werden. Mit einer Reparaturstation. Hier wird es eine neue Fabrik geben. Theoretisch könnten wir die Fabrik sogar gründen, aber ich wüsste nicht, was wir dort reinbringen sollten. Es gibt ja nicht mal Baumwolle oder sowas in der Nähe. Charlotte hat eine Anschlussprämie für 80.000. Dann nehmen wir Charlotte gleich mit rein. Charlotte selber produziert Fleisch. Wunderbar. Einen Bahnhof mit ran. So ist gut. Orchester wird auch gleich einen größeren Bahnhof bekommen. Vorher verbinden wir erstmal die Städte miteinander. Dass wir die Anschlussprämie haben, dann arbeiten wir es nochmal um. So ist gut. Dann jetzt den Bahnhof vergrößern. Einmal bitte hiermit anschließen. Das Ding reißen wir ab. Dann brauchen wir hier einen normalen Bahnhof. Sehr gut. Sobald das Geld ankommt, werden wir einen weiteren Zug kaufen, der jetzt schon mal zwischen Charlotte und Orchester hin und her fährt. Zug kann keine geeignete Fracht transportieren. Ja, weil die noch genug Mais haben. Ist alles gut. Wird sich bald ändern. Steel Empire ist nicht zu bremsen. 1000 Meilen Streckenlänge. Haben sie doch sowieso schon die ganze Zeit gehabt, oder was? So, zwischen den beiden Städten hin und her, Passagiere und Post. Und alle wollen nach Orchester. So, die nächste Strecke, die wir machen, ist vom Rind aus. Einmal runter, 33.000 gebe ich gerne aus. Aber dafür brauche ich Geld. Also bitte Anleihen 277.000. Los geht's. Nummer 1 und Nummer 2 setzen wir denn hier mit ran. Wunderbar. Gut, dann können beide schon mal Fleisch produzieren. Von hier nach da. Und von hier nach da. So, das läuft. Dann haben wir schon mal mehr Geld. Jetzt können wir uns um die Versorgungstürme kümmern. Ich werde hier einen hinzimmern, dann haben die hier wenigstens Ruhe. Und hier muss dann auch noch einer mit hin. Und wir brauchen auch Ausweichgleise. Sonst sieht es schlecht aus. Und eine weitere Reparaturstation an dieser Stelle. So, und dann ist erstmal soweit alles passé. Wir haben jetzt das Wichtigste angeschlossen, werden noch weitere Züge hin und her fahren lassen, sobald wir die Ausweichgleise haben, und dann läuft zumindest dieses kleine Stückchen wunderbar. So, weitere 25.000. Signale setzen. Da ist der Turm. Oh, diese ganzen Nachrichten gehen mir tierisch auf den Senkel. So ist schön. Okay, und dann können hier schon mal zwei Züge fahren. Wie ist die Produktion von Fleisch? Aktuell schlecht, weil die kaum Rinder haben.
Ist ganz klar. Und dann werden wir natürlich auch noch eine Verbindung nach Charlotte machen, dass die natürlich das Essen rüberbringen können. Das Fleisch an sich. Hier sind jetzt noch zwei Gleise offen. Die können wir für Weizen und für Washington nutzen. Washington wird auch wichtig sein anzuschließen. Das werden wir auch gleich als nächstes tun. Vorab lassen wir erstmal noch weitere Rinder durch die Gegend ziehen. So ist gut. Signale setzen. Du fährst rechts rum. Nee, du fährst links rum. Ist ja süß. So, dann geht's auch noch zurück. Okay, auch hier kann ein weiterer Zug fahren. Die Rinder kommen kaum hinterher. Sehr schön. Die Produktion ist definitiv hoch. Auf dem Höchststand. Das sichert uns Kohle. Dann kommt als nächstes die Verbindung nach Wilmington. Dann haben wir nämlich gleich schon die nächste Stadt angeschlossen. Obwohl, das machen wir mal unten rum. So ist gut. Ja, es wird ziemlich teuer, aber es ist ja auch ein relativ weiter Weg. Von Wilmington nach Charleston. Ich darf nicht Charlestown sagen, das ist eine andere Stadt. So, wird hier angeschlossen. Dafür brauchen wir 152.000. Damit lasse ich mich definitiv zufrieden geben. Ah, und dann steht die Verbindung auch. Dann werden wir hier ein Warendepot errichten. Werden in Charlotte das Fleisch für Charleston herstellen. Das Bier aus Wilmington. Weizen auch mit hinbringen. Dann sparen wir uns einen weiteren Bahnhof. Der ja viel mehr für Städtelinien sein kann. So, neuer Betrag aufnehmen. So ist schön. Dann die NYC American von hier nach da fahren lassen. So ist schön. Ah, oh, es läuft. Es läuft. Versorgungsturm kommt mit hin. Bisher ist noch alles in Ordnung. Wir brauchen hier eine Reparaturstation, aber ansonsten ist alles gut. Dann könnten wir schon mit dem Warendepot beginnen, um Charleston besser zu versorgen. Hier gibt es eine Prämie für neue Industrie. 104.000 in Jacksonville. Aber was sollten wir hier produzieren? Hier gibt es schon Bier. Da gibt es, was ist das, Petroleum? Petroleum. Tatsächlich, das heißt, die brauchen jetzt Öl. Wir könnten das Öl direkt in Orchester anschließen. Die haben zwar keinen Platz mehr, aber das ist egal. Petroleum. Wofür wird denn Petroleum benötigt? Eigentlich nur für Lampen und so weiter. Sehr eichelartig, aber ist okay. Ist okay. So, hier haben wir jetzt auch das erste Geld bekommen. Das ist nicht gerade wenig, was wir kriegen. Das ist super. In der Forschungsabteilung können wir jetzt schon mal die Columbia erforschen. Aber die hier ist schneller. Die hier wäre bloß besser geeignet, um irgendwas zu transportieren. Dann warten wir erstmal auf die belüfteten Güterwaggons, um mehr Geld für Fracht zu bekommen. Wie ist bei euch die Fleischproduktion? Schlecht. Ihr produziert zwar 2,4 Fleisch, habt aber zu wenig Rinder, also lassen wir mehr. Oh. Ja, dann nehme ich das doch so. Ist doch auch in Ordnung. Lassen noch einen weiteren Zug runterfahren. Ich habe dir auf dem Weg ins Unbekannte den Vortritt gelassen. Dankeschön. Erhöht die Zuverlässigkeit deiner Lokomotiven, wenn wir das hier erforschen. Na gut. Dann nehmen wir das mit rein. Und könnten auch Schmidts Dampfüberhitzer mit reinnehmen. Erhöht die Leistung der Lokomotiven um 5%. Dann sind sie noch ein bisschen schneller unterwegs. Eben auch gerade im bergigen Gelände.
Läuft, würde ich sagen. 4 von 5 Städten haben wir schon angeschlossen. Wir brauchen bloß noch eine Stadt anschließen. Und dann müssen wir den Unternehmenswert von 10 Millionen bis 1993 schaffen. Das kriegen wir auch hin. Wird alles kein Problem. Hier haben wir sogar jede Menge Weizen. Der Weizen kann einmal nach da, nach da. Das heißt, wir bauen hier einen normalen Bahnhof mit hin. So ist schön. Dann kriegt Wilmington ein neues Gleis. Wunderbar. Und eine Verbindung zum Weizen. Perfekt. Guti, jetzt wird Weizen von hier nach da transportiert. Braucht noch einen Versorgungsturm in der Mitte. Und ich brauche eigentlich sogar 2 Züge, die fahren, um mehr Bier transportieren zu können. Aber wir werden das Bier sowieso dann runterbringen nach Charleston. Die Frage ist, ob Charleston wachsen muss. Industrien, Landbetriebe, 10 Stück, setze 30 Züge gleichzeitig ein. Transportiere 100 Ladungen Stahl, 100 Ladungen Petroleum, verbinde 10 Städte mit jeweils über 100 Einwohnern, 100.000 Einwohnern. Brauchen wir für Petroleum Stahl? Nein, nur Öl. Aber das ist ja schon mal gut. Das heißt, wir können hier nachher die Verbindung einrichten und lassen jetzt erstmal Petroleum nach Orchester bringen. Gut. Heißt auch, ich brauche hier einen neuen Bahnhof. Lasse dann den Mais hier mit ranbringen. So, sage dem Zug, dass er nicht nach Orchester 1, sondern Orchester 2 fährt. Dann läuft das. Dann bekommt ihr diese Linie hier. Wunderbar. Und dann... Sorry. Ein bisschen erkältet. Dann lassen wir die Linie von hier zum Petroleum fahren, beziehungsweise zum Öl. Petroleum wird ja erst hergestellt. Wunderbar. Und dann werden wir den Rohstoffhunger bekämpfen. Viel Spaß. So, hier kommt auch noch ein Versorgungsturm mit hin. Versorgungstürme haben wir jetzt schon mal überall. Es kann hin und wieder mal zu einer kleinen Panne kommen, aber ansonsten sieht alles ganz gut aus. Wir werden hier in Charlotte noch einen weiteren Bahnhof mit hinstellen, damit wir Fleisch auch runterbringen können. Aber vorerst den Weizen anschließen. Ich brauche jetzt erstmal Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wie sieht es allgemein aus? Wir sind immer noch auf dem letzten Platz, haben noch weitaus weniger Unternehmenswert als andere. Es wird sich bald ändern. Dollywood, neuer Bahnhof angeschlossen. Juhu! Panne, niedriger Zustand. Jetzt geht schon los. Sowas darf um Gottes Willen nicht passieren. So, Orchester bekommt genügend Weizen. Mais. Wohl die Hose vom Hintern gerissen. Oh, wie überaus eloquent diese Aussage war. Ich bin ja begeistert. Und wir bekommen ein neues Gleissystem. Dann können wir diesen Bahnhof hier anschließen, um noch mehr Geld zu bekommen und das Obst dann auch gleich nach Charleston bringen. Wobei wir ja erst das Warendepot benötigen. Und das kann noch eine Weile dauern. So, eine weitere NYC, bitte von hier nach da.